Verstanden. Ich kümmere mich darum. Ich habe hier ein Fahrzeug, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden drum. Ich habe hier ein Fahrzeug, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden drum. Ich habe hier ein Fahrzeug, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden drum. Ich habe hier ein Fahrzeug, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden drum. Ich habe hier ein Fahrzeug, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden drum. Ich habe hier ein Fahrzeug, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden drum. Ich muss Sie festhalten, weil Sie Müll auf den Boden geworfen haben. Ach, das war keine Absicht. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des weggeworfenen Mülls. Bis zu 25 Dollar. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen.
Ich habe hier ein Fahrzeug, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Bin bei der Verkehrskontrolle angekommen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden drum. Wir können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Ich habe Sie angehalten, weil Sie zu schnell gefahren sind. Ich habe das Tempolimit ganz sicher eingehalten. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein bitte. Bitte schön, Officer. Das gibt einen Strafzettel wegen des fehlenden Versicherungsschutzes. Wirklich? Das ist viel Geld. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen.
Ich halte sie an, weil sie sich nicht an das Tempolimit gehalten haben. Auf keinen Fall war ich zu schnell. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein bitte. Bitte schön, Officer. Bitte steigen Sie aus und kommen Sie auf den Bürgersteig. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen der gesprungenen Frontscheibe aus. Macht bis zu $250. Sie vermiesen mir den Tag. Ich muss Sie festnehmen wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Bitte tun Sie das nicht. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Ein Fahrzeug muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Ich habe Sie herausgewunken, weil Ihre Frontscheibe einen Riss hat. Ich wusste nicht, dass ein Riss in der Scheibe gegen das Gesetz verstößt. Tut mir leid. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein bitte. Bitte schön, Officer. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht $75 bis $150. So viel für so eine kleine Sache? Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen der gesprungenen Frontscheibe aus. Macht bis zu $250. So viel für so eine kleine Sache? Alles gut, einen schönen Tag noch.
Kontrolle. Bitte kooperieren Sie. Wie kann ich helfen, Officer? Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein bitte. Bitte schön, Officer. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Ich habe sie herausgeworfen, weil ihre Frontscheibe einen Riss hat. Oh Mann. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein bitte. Bitte schön, Officer. Sie bekommen einen Strafzettel wegen der gesprungenen Frontscheibe. Macht bis zu 250 Dollar. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Bitte folgen Sie meinen Anweisungen im Rahmen einer Routinekontrolle. Wie kann ich helfen, Officer? Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein bitte. Bitte schön, Officer. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen des Kennzeichens aus. Das wird zwischen 50 und 250 Dollar kosten. So viel für so eine kleine Sache? Bitte steigen Sie aus und kommen Sie auf den Bürgersteig. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. Ich halte Sie an, weil Sie sich nicht an das Tempolimit gehalten haben. Nein, warum auch? Ich hab's nicht ein. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein. Bitte schön, Officer. Das gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen.
Ich habe hier ein Fahrzeug, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein.